Ja, hallo. Beim letzten Mal haben wir euch einige Basics zum Kleben gegeben. Wir haben euch gezeigt, wie man eine Klebung vorbereitet, so ein bisschen Hintergrundwissen für euch aufbereitet. Jetzt wollen wir in die Fertigung gehen und wirklich Bauteile mal kleben. Wir wollen euch hier zeigen, wie man klebt, wenn klar ist, welcher Klebstoff verwendet wird, wie die Klebung belastet werden soll. Die ganzen Sachen sind vorher schon geklärt worden. Wir wollen heute in der Praxis zeigen, wie wir dann kleben. Was ich euch gerne zeigen möchte, ist, wie ich die Bauteile miteinander verklebe. Und zwar unter Zuhilfenahme dieser beiden, ich nenne die jetzt mal Pflasterplatten. Das heißt, die Klebung wird hinterher so aussehen, dass wir so die Bauteile miteinander verklebt haben und dann auch fixieren. Was wir dazu machen müssen, ist erstmal unsere zu klebenden Bauteile schleifen. Also man kann an diesen Bauteilen schön sehen, das ist ein pultrudiertes GFK-Profil. Da sind Styrolflecken noch drauf. Styrol ist eigentlich schädlich für jede Klebung und Lackierung. Das muss also runter. Das kriege ich aber klassischerweise mit Monostyrol runter. In dem Fall machen wir das hier mal mit dem Schleifen. Das, was wir trotzdem erstmal machen müssen, ist reinigen. Beim Reinigen kann ich auch einiges falsch machen. Ich kann mir hier Isopropanol drauf machen, also Alkohol als Reiniger. Ich reinige das Ganze. Was ich mache, wenn ich so hin und her wische, ist eigentlich nur Dreck verteilen. Deswegen gehen wir hin, machen das mit einer bestimmten Wischtechnik. Wir packen also erstmal Isopropanol auf unseren Lappen. Ups, gleich ein bisschen viel. Aber dafür haben wir ja Handschuhe. Und zwar wischen wir so, dass auch Staub im Tuch bleibt. Jetzt sind wir bei Schritt Nummer 2, also gereinigt, haben wir die Bauteile einmal. Dürfte also jetzt kein Fett mehr von irgendwelchen Fingern drauf sein. Deswegen auch die Handschuhe an der Stelle. Wir haben ja gesagt, Isopropanol ist dazu da, um Fette von Bauteilen runterzukriegen. Greift natürlich auch gleichzeitig die Fette, die man in der Haut hat, an. Deswegen die Handschuhe zum persönlichen Schutz. So, wir schleifen jetzt die zu klebende Fläche an. Und zwar im Kreuzschliff. Das heißt also einmal längs, einmal quer schleifen. Und jetzt müssen wir uns hier mal, damit wir nicht das ganze Bauteil schleifen müssen, ungefähr anzeichnen, welche Fläche ist es denn, die wir schleifen wollen. Da die Pflaster ja beidseitig aufgebracht werden, zeichnen wir es auch beidseitig an. Jetzt haben wir die Bauteile entsprechend angeschliffen. Die zu klebenden Flächen werden jetzt nochmal gereinigt und vom Staub befreit. Immer schön darauf achten, dass das Tuch wirklich sauber bleibt. Das heißt also immer mal wieder andere Ecken vom Tuch nehmen, dass man den Staub auch wirklich aufnimmt und ihn nicht einfach nur wahllos über die Platte verteilt. Der nächste Schritt, den wir machen müssen, ist uns die Bauteile so zurechtlegen. Also wir haben erstmal eine Ablüftzeit. Wir müssen jetzt darauf achten, dass das Isopropanol auch wirklich verdampft ist, bevor wir mit der Klebung tatsächlich starten. Dann legen wir uns die Bauteile so hin, wie wir sie kleben möchten. Ich packe mal die Platte hier so rüber. Das kommt wieder weg. Ich nehme noch zwei von den Plättchen einfach als Unterlage, damit das Ganze auch waagerecht liegt. Dann habe ich das schon mal sichergestellt. Und ja, ordne meine Bauteile, die ich verkleben möchte, richtig an. Ja, hier haben wir die Klebepistole. Das ist eine sehr kleine Klebepistole, die wir so für kleine Anwendungen nehmen. Ansonsten haben wir größere Druckluftpistolen, aber um es zu zeigen, ist das hier eigentlich ganz gut. So, ich setze die ein.
Ich mache die Schutzkappe raus, setze dann den Statikmischer auf, habe also den Klebstoff. Ich habe hier einen Statikmischer. Das ist ja ein Zwei-Komponenten-Klebstoff. Die beiden Klebstoffkomponenten werden durch den Statikmischer durchgedrückt, werden da miteinander vermischt, sodass hinterher wirklich ein vernünftiger Klebstoff oder ein gemischter Klebstoff aus der Kartusche rauskommt. Und das, was wir jetzt erstmal machen müssen, ist ein Teil des Klebstoffes einfach rausdrücken, um sicherzustellen, dass der richtig gemischt ist. Kann euch immer passieren, dass in der einen Kartusche mal etwas mehr drin ist als in der anderen. Dann würde ich nur Komponente A rausdrücken, nicht den richtigen Anteil an Komponente B. Das heißt, ihr hättet keinen wirklichen Klebstoff. Deswegen muss immer der erste Teil einer Kartusche hier einfach ausgedrückt und entsorgt werden. So, jetzt dürfen wir davon ausgehen, der Klebstoff ist richtig gemischt. Und jetzt kleben wir mal die Bauteile. Jetzt nehmen wir uns mal die Plexiglasplatte, gucken uns an, wie man Klebstoff aufträgt. Ich mache mal ein Beispiel, wo man vielleicht sieht, wie man es möglichst nicht machen soll. Wenn man jetzt die Plexiglasplatte aufsetzt, sieht man schön, was passiert. Der Klebstoff verteilt sich zwar, aber in der Mitte habe ich eigentlich zwei große Luftblasen eingeschlossen, und zwar genau in der Fläche, die ich ja nutzen möchte für meinen Klebstoff. Probieren wir eine andere Variante. Wir bringen den Klebstoff einfach linienartig auf und gucken uns mal an, was dabei passiert. Jetzt setzen wir wieder die zweite Plexiglasplatte drauf und schauen uns mal an, wie der Klebstoff verläuft. Wir drücken auch mal von der Mitte nach außen, und wie man sieht, haben wir hier schon deutlich mehr Klebfläche hingekriegt und keine oder wenig Luftblasen eingeschlossen. Jetzt könnte man noch mit der Klebstoffmenge experimentieren, um rauszukriegen, dass das möglichst vollflächig benetzt ist. Aber das sieht schon mal deutlich besser aus. Weitere Art, wie man den Klebstoff aufbringen kann, ist halt in Wellenform. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ups. Wir setzen wieder die Platte auf. Drücken von der Mitte wieder nach außen. Wie man sieht, habe ich hier auch schon eine deutlich bessere Benetzung. Also an der Stelle muss man einfach mal damit spielen, mit der Menge, mit der Klebstoffmenge, Abstand der Raupen und solchen Sachen, um rauszukriegen, wie es optimal geht. Wir tragen den Klebstoff auf. Wir könnten den jetzt auch auf andere Art und Weise auftragen. Muss man sich also auch überlegen, wie trage ich den Klebstoff auf. So, jetzt füge ich die beiden Bauteile zueinander, trage wieder Klebstoff auf. Die Menge, die da genau drauf muss, ermittelt man vorher experimentell, damit nicht zu viel, nicht zu wenig drauf ist und dass wirklich auch keine Luftblasen da drin sind. So, dann werden die Bauteile zusammengefügt, und jetzt brauche ich meine Zwingen. Und zusammengefügt, werden wir gequetscht, noch einmal vernünftig zueinander ausgerichtet. Und fertig. Jetzt gilt Finger weglassen, damit dieses Bauteil vernünftig aushärten kann. Wenn ich das im Aushärten noch immer wieder versuchen würde zu bewegen, ja, dann kann sich keine anständige Klebschicht bilden. Dann habe ich eine Klebung, die mit höherer Wahrscheinlichkeit versagt. Diese Bauteile lassen wir jetzt 20 Minuten exakt so liegen, ohne die zu bewegen.
Nach 20 Minuten sind die handfest, dann dürfen wir hingehen, die Klammer lösen, das Bauteil auch an eine andere Stelle verfrachten. Man sollte es noch nicht voll belasten. Das passiert in den Stunden danach. Also man kann davon ausgehen, irgendwo in den nächsten 24 Stunden passieren dann noch chemische Prozesse, die das Ganze noch härter machen. Und ja, je nach Klebstoff ist dann auch festgelegt, ab wann kann ich den wirklich voll belasten. Wir haben hier Proben vorbereitet, die schon gefertigt wurden. Das ist das, was wir gerade geklebt haben nochmal. Man kann also sehen, auf beiden Seiten ist dieses Pflaster sozusagen vernünftig aufgebracht. Damit können wir später nochmal einen Bruchtest machen. Wir haben eine zweite Variante, wie man es verkleben kann. Das sind also einfach die beiden Platten, aber über eine Fugenbreite hier von knapp 4-5 cm miteinander verklebt. Und dann die Variante, wo wir behaupten, die hält am wenigsten. Das ist also einfach nur eine stirnseitige Verklebung. Die Bauteile, die wir gestern schon vorab geklebt haben, hatten natürlich eine etwas längere Aushärtezeit. Und wir wollen uns jetzt mal angucken, was passiert, wenn wir die Klebung kaputt machen wollen. Als erstes nehmen wir die Platte, die wir stirnseitig verklebt haben. Da gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich die einfach so per Hand kaputt brechen kann. Funktioniert auch. Das ist also eine Klebung, die nicht besonders gut hält. Man sieht, es ist Klebstoff auf dem GFK, aber der Klebstoff in sich ist gerissen. Wenn wir die zweite Platte nehmen, das ist die Platte, die wir einfach über so eine Fläche von oder eine Länge von 4-5 cm da verklebt haben, sieht das Ganze schon deutlich schwieriger aus. Die kriege ich so nicht kaputt. Jetzt müssen wir mal ein bisschen brutaler werden. So. Wir nehmen die beiden Quadratrohre hier mal als Auflager. Könnte mich auch mal draufstellen. Ja, okay. Ja, da ist was geknackt, aber nicht die Klebschicht. Da ist tatsächlich das GFK ausgewichen. Wir probieren es nochmal. Die beiden Klötzchen hauen ab. Ah, jetzt ist es auch gerissen, aber wie ihr sehr schön am Bruchbild feststellen könnt, es ist nicht die Klebung gerissen, sondern das glasfaserverstärkte Kunststoffmaterial selber. Erkennt man sehr schön daran, weil wir hier Ausrisse der Fasern haben. Also in dem Fall hält die Klebung besser als das GFK-Material. So, dann nehmen wir die Probe, die wir gerade eben geklebt haben. Also die ist, ich tippe jetzt mal, wenn ich auf die Uhr gucke, vielleicht eine Dreiviertelstunde ausgehärtet. Hält sehr gut. Ich versuche gerade, dass der hier nicht abhaut. So. Ist gerissen. Man kann hier aber auch am Bruchbild erkennen. Hier gibt es auch Ausrisse von GFK. Ja, deswegen ist eigentlich auch ein ganz gutes Bruchbild an der Stelle. Und man muss berücksichtigen, die Klebung ist noch keine, was hat man gesagt, Dreiviertelstunde. Von einer Dreiviertelstunde haben wir es geklebt. So, was wir dann noch haben, sind die beiden Plexiglasplatten, die wir hier verklebt hatten. Einmal Plexiglas angeschliffen, gereinigt und dann der Klebstoff aufgetragen. Wie man sieht, wir haben es schon mal probiert, durch Torsion ist das nicht wirklich hinzukriegen. Ich nehme jetzt einfach mal einen Stechbeutel. Thank you.
ist natürlich eine sehr fiese Belastung für eine Klebung, weil es eine Scherung ist. Also das Bauteil wird hier ja auseinandergerissen, praktisch wie so ein Film, den ich abreißen möchte. Das heißt, die Kraftlinie ist auch hier meist an der vordersten Stelle. Aber ist trotzdem nicht einfach zu lösen. So, jetzt haben wir ungefähr die Hälfte der Klebung hier schon aufgerissen. Das verdammte Ding hält immer noch. So, weiter. So, hängt nur noch an einem kleinen Zipfel hier unten, kann man erkennen. So, jetzt können wir so auseinanderbrechen. Hier sieht man mal das Bruchbild. Ein bisschen die farbigen Linien kommen auch daher, weil wir ja schlachweise immer vorgegangen sind mit dem Stechbeutel. Kann man aber schon schön erkennen, wie das zusammenhält. Ihr habt jetzt gesehen, wie man glasfaserverstärkte Kunststoffbauteile miteinander verklebt, wie man auch Plexiglasbauteile miteinander verklebt. Wir sichern unsere Klebprozesse auch in der laufenden Serie immer über solche Prüfstücke ab. Das ist ja so, wenn wir Bauteile für Schienenfahrzeuge kleben, wo die höherklassig sind, dann machen wir auch praktisch schon ein Klebemuster nebenbei. Weißt du, du klebst das, machst dieses Klebemuster nebenbei an einem Prüfstück, weil du weißt, du hast dieselben Prozesse eingehalten, muss also übertragbar sein und das wird dann getestet. Und dann hast du wirklich auch in der Serie das abgesichert. Und dann können wir auch wirklich darauf vertrauen, dass diese Klebungen langfristig halten. Wenn ihr Fragen habt zum Kleben, wenn ihr Aufgaben habt, wo Bauteile miteinander verklebt werden müssen, sprecht uns gerne an, schreibt was in die Kommentare rein. Wir kümmern uns.